Ja, guten Tag, willkommen zurück zu Let's Play Goat Simulator mit mir, dem Fred, und heute wollen wir mal noch ein bisschen mit der Ziege hier rumlaufen. Ich weiß noch nicht genau. Hier steht, be airborne during this time, also 6 Sekunden. Ah, toll, nein, schon wieder mit dem, ja genau, vom Truck mitgenommen hier. Ich kann euch übrigens versprechen, der Sound wird die ganze Zeit so bleiben und die Ziege, ja. Ah, ich habe noch was Geiles entdeckt. Die Ziege kann schreien, wenn man auf 1 drückt. Okay. Die Ziege liegt jetzt hier. Nein! Komm. Wir müssen jetzt durch die Luft fliegen. Okay. Der Truck hat uns wieder mitgenommen. Okay. Ich habe noch gar nicht alles erkundet hier. Ja, jetzt komm, steh auf. Das ist so geil, wenn die hier liegt. Zack, da ist er wieder. Okay. Ich würde mal sagen, wir klettern einfach mal. Ja, genau. Wir klettern mal ganz oben. Nein! Ach, wir klettern mal ganz oben drauf. Und gucken einfach mal, dass wir mal von da ein bisschen springen. Ups. Wo können wir denn hier mal hochgehen? Das sieht ja alles nicht so gut aus hier. Ich habe übrigens jetzt noch was hier. Damit kann man das ein bisschen rumdingsen. Ah, da vorne ist doch ein Balken. Ja, da komme ich doch nie im Leben hoch. Diese Steuerung, ne? Okay, da komme ich schon mal nicht hoch. Wir gucken einfach mal, dass wir mal hier irgendwo anders herkommen. Na, lauf doch, du Kackziege! Ich bin komplett verwirrt, wo ich überhaupt her muss. Das ist ein Auto. Können wir jetzt irgendwie... Ja, genau. Wir haben das Auto zerstört. Was ist hier? Wir lecken jetzt gerade erstmal hier die Kisten ab. Ja, ist nicht. Es kann doch nie im Leben gewollt sein, dass ich jetzt unter dem Haus bin. Das kann doch alles nur ein Grafikfehler sein. So. Ja, was mache ich denn die ganze Zeit hier? Alles am Explodieren. Wie kommen wir jetzt am besten nach hoch? Na, da ist der Kran. Okay, wir versuchen es einfach mal mit dem Kran, würde ich sagen. Laufen wir mal ganz ziegengeschwind hier hoch. Alter, das ist so geil, sieht so geil aus. Guckt euch mal die Ziege an. Es ist echt voll die ADHS-Ziege ist das. Okay, Ziege. Das sieht so gut aus. Das sieht so geil aus, wenn die hochläuft. Der Kopf. Oh, ist er. Ja, das ist diese Animation. Lasst sie mal auf euch wirken. Lasst diese Animation mal auf euch wirken. Also, dieses Spiel ist wirklich jeden Cent wert. Die läuft quasi nur mit ihrem Kopf, läuft die Leiter hoch, kann man sagen. Oh Mann, ganz genau. Jetzt sind wir aber gleich oben. Und hoffe ich mal, dass ich dann... Ah, wir können noch höher. Oh, jetzt darf ich hier aber nicht... Jetzt darf ich hier nicht runterfallen. Oh. Lauf, Ziege. Lauf doch, Junge. Komm, wir müssen ganz nach oben. Du musst jetzt wieder so ganz geschwind mit deinem Kopf da hochlaufen. Okay, ich glaube, höher können wir... Können wir noch höher? Nee, ich glaube, wir können nicht höher. Okay. Das habe ich ja mal komplett verbockt. Aber wie können wir denn dann... Wie können wir denn dann noch länger in der Luft bleiben? Ich hatte das mal... Ah, okay, da fliegt so ein Viech her. Moment. Können wir da drauf springen? Können wir da drauf springen? Ich probier's einfach mal. Wir lassen die Ziege jetzt hier mal ganz geschwind nochmal hochlaufen. Die Frage ist, wie hätten wir denn da hochkommen sollen? Ich sehe da ab und zu mal so eine Leiter und da sehe ich auch überall Bauarbeiter. Also es ist quasi das GTA 5 der Ziegen ist quasi so ein Spiel, kann man so zusammenfassen. Falls ihr euch da nichts drunter vorstellen könnt. Ich bezweifle aber, dass hier noch relativ viel dann an Landschaft kommt, weil das da hinten wird ja wahrscheinlich nur... Ja, so ein bisschen Grafik sein, ohne großartig dann noch was machen zu können, schätze ich jetzt mal. Jetzt laufen wir mal hier ein bisschen rum. Verfrachten die Ziegen ein bisschen nach außen, jetzt laufen wir hier nochmal eben hoch. So, jetzt darf ich hier nicht wieder runterfallen. So, jetzt müssen wir mal eben warten. Ah, okay, der kommt da unten her. Wie komme ich denn da am besten drauf? Der fliegt immer im Kreis, oder? Könntest du mal eben beobachten? Der segelt jetzt da hinten rum. Ah, ich komme hier noch höher, oder?
Nein, Ziege, du sollst da hoch. Du sollst jetzt hier drauf springen. Nein, nicht da drauf. Hier drauf. Nee, irgendwie kann ich nicht auf diesen Stahlträger drauf. Ziege rutscht immer darunter. Wo ist er? Schade, ich hab's verpasst. Schade. Na, okay, jetzt sind wir ein bisschen durch die Luft geflogen. Oh, da ist ein Fahrrad. Können wir aufs Fahrrad? Können das Fahrrad anlecken, okay. Das hilft uns jetzt allerdings nicht so viel weiter. Ich will mal gucken, ob ich hier nicht irgendwie... Irgendwie muss hier ja eine Leiter sein oder so, dass man hier hochkommt. Das kann ja gar nicht. Lass das Kackfahrrad doch mal los, ey. Irgendwie muss man hier hochkommen. Aber okay. Aber okay. Da ist auch noch... Da oben ist auch noch überall was. Ich weiß allerdings jetzt... Ja, du alter Affe da oben. Ich weiß gerade nicht, wie man da hochkommt, ehrlich gesagt. Aber wir gucken einfach mal, was sonst so gibt. In dem Shop waren wir letztes Mal schon drin. Und mal gucken, was hier hinter noch so ist. Lauf, Ziege. Low Gravity Testing Facility. Ah, da würde ich mal sagen, müssen wir auch mal rein. Ah, hier ist noch ein Ball. Warte mal. Habe ich jetzt getroffen? Vielleicht kommen wir ja außen irgendwo da hoch. Vielleicht. Ah! Das wird auch nicht so. Mann, diese Grafik und diese Steuerung, ne? Macht mich noch ganz kirre. So. Jetzt sind wir. Oh, fuck the police! Au, 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 au. Jetzt haben wir uns hier reingeschlichen. Auf das Grundstück. Bam! Okay. Ja, steh auf. Komm. Steh auf, Ziege, wir müssen noch was machen. Wir haben noch Großes vor, aber irgendwie. Ich sehe hier auch gar nichts. Hier ist Havatech Technologies Corporation, aber irgendwie ist hier noch nichts. Kann man hier irgendwas drin machen? Kann man das Ding anlecken? Nein. Nein, 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 das können wir nicht anlecken. Können die Dinger hier noch ein bisschen kaputt machen? Jetzt ist die Ziege allerdings darunter vergraben. Ach man, ich weiß gar nicht, was ich hier noch machen soll, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie, das Spiel ist so ein bisschen einfältig, habe ich das Gefühl. Komme hier auch gar nicht raus. Ich würde jetzt hier nicht... Wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht. Hier kommen wir irgendwie... Ah, hier kann man eine Leiter hochgehen, okay. Hier kann man eine Leiter hoch, dann springen wir da drauf und jetzt... Jumpen wir wieder raus, okay. Aber irgendwie, naja, so ganz fesseln tut mich das Spiel ehrlich gesagt nicht. Was haben wir hier noch? Da hängt jemand im Zaun. Da hängt jemand im Zaun drin. Oh, jetzt aber hier, jetzt haben wir eine Kombo hier. Jetzt haben wir aber hier eine Kombo. Lauf! Schade. Wäre so gut geworden. Biges Combo! Jawohl! Wir haben einen riesen Combo gemacht. Okay. Kann man das nicht irgendwie überspringen, das aktuelle? Da steht wieder einer an dem Zaun dran. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Wollen wir mal hier drüber jumpen? Ich habe keine Ahnung, wie groß diese Welt überhaupt sein soll. Also ich kann mir da bis jetzt noch gar nichts drunter vorstellen. Wir gucken einfach mal, würde ich mal sagen. Die ist auf jeden Fall deutlich größer, als ich das erwartet hatte. Das hier hinten hatte ich noch eigentlich gar nicht auf dem Plan. Ist hier hinten überhaupt noch? Was ist denn ein Scheißhäuschen ist hier, ne? Jawohl. Daily Routine. Jawohl.